Willkommen zurück bei Fitness. Nach 800 Metern links halten und weiter auf B12. Jungs, da, was soll das? Willkommen zu einem neuen Video. Lange nicht gesehen, gleich wieder kennt, oder? So ist das. Wir sind heute auf dem Weg in das wunderschön beschauliche Wien. Wir haben jetzt noch ungefähr 3 Stunden. Wir werden dann ein paar Eindrücke einfangen von Wien. Wir haben selber noch keinen Plan, nur so ein bisschen grob überlegt, was wir uns anschauen möchten. Aber lassen wir uns einfach überraschen. Autofahrt für Wien. Wir sind jetzt angekommen und parken gerade das Auto in die Tiefgarage, haben schon eingecheckt. Ja. Und jetzt gehen wir los und schauen ein bisschen die Stadt an. Genau. Also der erste Eindruck ist schon mal ganz schön, oder? Was sagst du soweit? Ich habe nicht gehört, was du gesagt hast. Es ist schön. Oder was würdest du sagen? Wir orientieren uns gerade. Wir orientieren, genau. Das ist die Orientierungsphase. Wir laufen erstmal rum und schauen, was es so gibt. Das ist die Burghof, wie Max die Hochburg gerne nennt. Und der Garten. Die ja. Burghof. Die Burghof. Tja, das ist der Prater, der ganzjährige. Ein ganzjähriger Jahrmarkt. Und da laufen wir jetzt drüber. Wie man sieht, ist alles mit dabei. Angefangen vom Riesenrad. Wo bist du? Wo bist du? Riesenrad. Ah, da hinten. Ja, angefangen vom Riesenrad. Ziemlich viel los heute, volles Haus. Was hier ist jetzt das allerschönste Karussell, das ist schon krass. Ja. 117 Meter. Also ich schätze mal, heute haben wir unser Schrittepensum dann auch erledigt. Wir haben uns zwar für die U-Bahn oder für die ganzen Verkehrsnetze in Wien eine 48-Stunden-Karte schon mal gekauft und sind auch schon viele Stationen gefahren, aber durchlaufen sieht man halt doch am meisten. Genau. Aber es sind sehr große Distanzen, deswegen haben wir das auf jeden Fall gebraucht. Ground control.
sind jetzt gerade hier oben und laufen dann zum Neptunbrunnen. Hier vorne sind die ganzen Rosengärten jetzt gewesen, die ganzen Rosenstöcke. Eine echt schöne Sicht über Wien und auf das Schloss runter. Und hier sieht man die Flügelbahn, mit der man hier, falls man nicht hochlaufen möchte, auch die Möglichkeit hat, hinaufzukommen. Das ist der höchste Punkt hier auf dem Schlossgelände. Da kann man drauf gehen. Hier ist drin in diesem Glasteil, den man da sieht, ist noch ein Café. Da haben wir auch einen Blick dann über die ganze Stadt. So, also wir sind immer noch im Park unterwegs. Es ist halt Wahnsinn, wie riesig der ist. Hinter uns sieht man noch den Obeliskenbrunnen daran jetzt gerade. Richtig schön alles, voll gerade Linien. Schön angelegt. Alle Bäume in einer Reihe geschnitten. Wir waren gerade auf dem veganen Streetfood Festival und haben uns da dann einen veganen Döner mitgenommen. Okay. Den probieren wir jetzt mal. Vegan-Mania, oder? Genau. Wir waren gerade auf Vegamania. Ah, da hinten, da steht's. Museumsquartier sind wir jetzt hier. Also, wie man sehen kann, ist echt wow. Was gibt's noch zu erzählen? Also heute war der Tag ziemlich anstrengend. Viel zu laufen. Wir waren halt noch ein bisschen in der Stadt. Und dann sind wir hierher gekommen. Den veganen Döner gegessen. Genau. Hier gibt's eine Eisdiele, die macht Marillenknödel-Eis. Genau. Das wollten wir ausprobieren. Das probieren wir noch aus. Morgen ist der letzte Tag. Da wollen wir noch ins Schloss Belvedere. Und schmeckt es dir? Siehst du das auch so, dass wir vom Bahnhof hier diesen Wiedner Gürtel entlang laufen? Habt ihr da was hingelegt? So, wir waren gestern im Museumsquartier, dann abends noch in so einer Lounge, nennt sich Kantine, also für alle, die auch vegan oder vegetarisch essen wollen. Es ist kaum windig. Dann auch geile Frisur, oder? Jetzt laufen wir gerade durch den Schweizer Garten. Der Garten gestern beim Schloss Schönbrunn, der war wahnsinnig riesig. Also ist auf jeden Fall sehenswert. Voll groß, also gescheite Schuhe anziehen. Da sind teilweise die Leute, die Damen mit so hohen Absätzen haben sie sich den Berg hochgequält. Das war ja witzig zu beobachten. Also lieber Schuhe, wo man gut laufen kann, das hat es ja besser bedient.
Schloss Belvedere, das obere Belvedere. Das ist der Schlossgarten, der Park, den Brunnen, das untere Belvedere. Ich schneide jetzt gerade das Video. Also, wir sind wieder daheim. Wir sind jetzt wieder daheim angekommen. War wirklich sehr schön, Wien. Muss man echt sagen, wir waren jetzt drei volle Tage da. Genau. Wien hat deutlich mehr zu bieten, als wir in der Zeit schaffen konnten. Deswegen ist das, was wir jetzt hier zeigen, nur ein kleiner Ausschnitt von Wien. Aber es ist eine sehr schöne Stadt, also es lohnt sich sehr, dorthin zu fahren und sich das alles mal anzuschauen. Ja, also wir werden auf jeden Fall nochmal wieder dorthin fahren. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Ciao.